Bestoni nimmt gleich Tempo auf. Immer noch Bestoni. Kaum zu stoppen und dann die Möglichkeit und der Treffer, Tor. 1:0 für Amri Piotr. Alain Mierville. Und Alain Mierville mit seinem 6. Treffer. An allen vorbei hier diese Scheibe von Inti Bestoni. Weber legt auf, das 2:0 für Amri Piotr, Elias Bianchi. Hier Tim Weber wieder, ist die Übersicht der entscheidende Faktor. Robbie Earl, dann Spezza und er trifft zum Anschlusstreffer. Tor für die Lakers. Schäfer natürlich verschob sich schon jetzt hier aus dieser Sicht auf die linke Seite. Ja, doch nichts. Gegen den Lauf erwischt, sondern zwischen den Beinen. Also ein ärgerlicher Treffer, Gegentreffer. Trunz, Tor! 3:1! Trunz mit dem Abschluss. Und dann vor dem Tor, angeblich hier Marc Reichert also. Dann Spezza. Maurier kommt da mit, Earl, Tor! Und die Vorarbeit diesmal vom Topscorer, also Spezza an beiden Toren beteiligt. Gut gelesen von Inti Bestoni, dieses Zuspiel auf Robbie Earl. Spezza gegen Pedretti, dann liegt die Scheibe wieder vor Emischer, Pedretti und die 4:2 Führung durch Alain Mierville. 26 bzw. 34 Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels. Die Lakers zum dritten Mal mit 2 Toren in Rückstand. Alain Mierville, der Doppeltorschütze heute Abend. Da gibt es nichts zu bemängeln. Jetzt gibt es 4:4. Und das ist der Anschlusstreffer wieder. Adrian Wichser. Und da stimmte die Zuordnung. Bei einem Feldspieler weniger nichts. Wichser im entscheidenden Moment dran. Mierville, dann Trunz, gut Luck. Und jetzt kommt Cyril Geier zurück aufs Eis. Wieder Mierville, Pedretti, Tor! Man ist wieder zu fünft, aber lässt dann Pedretti so alleine vor David Ebischer stehen und auch walten und schießen. Wichser. Hier Zeyna, Tor, tatsächlich! Auch Zeyna läuft da unbedrängt, unbewacht in den Slot. Amri Piotr noch einmal richtig gefordert hier. Bestoni, in die Bestoni, man lässt ihn gewähren, Tor, 6:4! In die Bestoni, wenn ich schon so zum Schuss kommen darf. Ja, dann nutze ich doch die Gelegenheit. Carmichael macht ihm da den Weg frei. Serge Pelletier mit dem ersten Sieg nach der Nationalmannschaftspause kann den Rückstand auf den heutigen Gegner verkürzen, auch wenn es immer noch 7 Punkte sind. Man gewinnt mit 6:4. Wieder also ein Spiel mit 2 Toren Unterschied zwischen Amri Piotr und den Lakers, als hätte es so kommen müssen.